So, damit müsste unser Schiff jetzt eigentlich einigermaßen ausgerüstet sein. Fliegt mal ganz kurz von der Station weg und ich merke gerade, er hat schon mal keinen Booster. Das ist nicht gut. Drückt die ganze Zeit verzweifelt Tab, damit das schneller hier steigt, aber tut's nicht. Also ja, den Booster braucht er auf jeden Fall auch noch. Was braucht er noch? Navigationssoftware braucht er auch noch. Spezialsoftware braucht er auch noch. Triplex-Scanner hat er schon mal sehr wichtig. Und die Handelssoftware wäre auch praktisch. Und auf jeden Fall den Dockcomputer. Den hatten wir unterwegs mit dem Discoverer schon mal gekauft. Wo war das? Das war bei den. Nicht bei den Argonen. Boron. Teladi. Oder war das ganz unten bei den Paraniden? Ich glaube, das war ganz unten bei den Paraniden. Ausrüstungsdock. Landecomputer, genau. Da unten müssen wir jetzt hin. Aber wir haben 500 Energiezellen, das ist jetzt gar kein Problem. Und genau das meinte ich. Mit unserem Discoverer war es ja tierisch nervig zu springen, weil wir halt einfach nicht genug Energiezellen hatten. Aber so können wir jetzt einfach vom einen Ende der Karte zum anderen springen. Okay, das waren jetzt nur 8 Sprünge oder so, aber wir könnten auch gleich von hier zurück nach Argon Prime springen. Was ich eventuell auch machen werde. Denn ich habe mir überlegt, ich wollte ja eigentlich langsam mit den Missionen anfangen. Aber wie schon anderweitig erwähnt wurde, braucht man dafür doch ein paar mehr andere Schiffe. Zum Beispiel hätte ich gerne 3 oder 4 von den Mistral Superfrachtern, die aber gleich wesentlich mehr kosten. Die würde ich dann auch ganz gerne so ausrüsten wie das Schiff hier und einfach nur irgendwo abstellen, voll beladen mit Energiezellen. Und im Idealfall hätte ich dann gerne noch 3 Superfrachter, die alle vollgestopft sind mit Erz. Und ja, also je nachdem, was für eine Mission man dann bekommt, ruft man dann die 3 vollbeladenen Frachter. Die laden dann ihre Fracht ab und tada, Mission erfüllt. Das wäre schon mal sehr schick. Aber ja, auch für die anderen Missionstypen, die ich dann auch alle möglichst in einer Phase vorstellen möchte, wäre es praktisch noch andere Schiffe zu haben. Dafür brauchen wir allerdings erstmal wieder wesentlich mehr Credits. Wir haben zwar jetzt noch 2,5 Millionen, aber 2,8 inzwischen, aber es reicht bei weitem nicht. Das heißt, mein Plan für diese Folge ist jetzt erstmal, das Schiff hier ein wenig weiter auszurüsten, dann nach Wolkenbasis Südost zu springen, wieder einen Mammut anzuheuern und 2, wenn nicht sogar 3 Stationen zu kaufen. Die kommen dann alle auch in den Erzgürtel, stelle ich soweit auf und schließe dann damit die Phase ab. Und habe dann wieder jede Menge Zeit, off-camera zu spielen, um die Credits einzufahren. Und zwar, indem ich einfach die Handelsvertretung laufen lasse. Auch wenn ich dann 4 von den Handelsvertretern von der Erz-Siliziummine abziehen werde. Und zu den neuen Stationen, die ich mir kaufen werde, hinzufügen. Damit die auch einfach leveln können. Das ist momentan ja ein wenig schwierig, weil halt so viele für eine Station arbeiten. Im Namen des Priesterimperators Xar heißt unser Priesterherzog alle Freunde an Bord willkommen. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk oh, hergestellt. Der ist schon installiert. Na gut. Also ja, von der Handelsvertretung kommen dann 4 zu dem neuen Komplex. Der neue Komplex wird wahrscheinlich sein eine Fleischfarm und eine Kahuna Bakery. Also Kahuna Bäckerei. Das heißt, es werden Energiezellen eingeführt und es kommt verwendbares Fleisch für Waffenfabriken bei raus. Eventuell auch noch eine kleine Waffenfabrik hinten dran. Muss ich mal gucken. So, erstmal wollten wir ihn zu Ende ausrüsten. Mit einer Boost-Erweiterung. Die ist auch noch sehr wichtig. Boost-Erweiterung installiert. Frachtscanner muss nicht unbedingt sein. Aber der kostet nicht viel. Kommt auch einfach mit. So, Spezialsoftware kommt auch mit. Navigationssoftware kommt auch mit. Mineralienscanner kommt auch mit. Mineralienkollektor kommt auch mit. So, den brauchen wir nicht. Das sieht doch schon gleich viel besser aus. Energieplasmawerfer? Nee, 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 nee. Das dauert noch, bis wir Waffen ankaufen, einfach nur um Schiffe auszurüsten. So, jetzt springen wir nach Argon Prime, nicht nach Wolkenbasis Südost. Und zwar zum Nordtor. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20, 30. So, und da angekommen, werfen wir erstmal einen kurzen Blick auf unsere Besitztümer. Denn es gibt da noch ein kleines Detail, das ich verändern wollte, das eine gewisse Person doch in den Wahnsinn treibt. Und zwar
Er. Supplier. Irgendjemand ist da falsch nummeriert. Genau, er hier. Namen ändern. Das Leerzeichen weg. Und schon sind die alle in einer Reihe, wie es sich gehört. Bitteschön. So. Ist denn ein Mammut hier in der Nähe? Ja, da hinten. Du bist aber zu weit weg, also markieren wir dich als Ziel. Und flitzen da mit unseren 130 Meter die Sekunde hin. Ja, mit unserem Discoverer sind wir andere Geschwindigkeiten gewohnt. Aber das passt schon. Wir müssen nur 25 Kilometer rankommen. Das haben wir jetzt geschafft. Sie sprechen mit Kontakt her, das kostet, das Geschäft gilt. Jo, nochmal ansprechen. Schiffswerft, Argon Schiffswerft. So. Das dauert jetzt ein bisschen, deswegen fliegen wir mal etwas abseits, schmeißen da den Sinza an und gucken uns unterwegs mal die Besitztümer an, wie das hier so läuft. Den Discoverer sollten wir parken. Der fliegt normalerweise, er fliegt gerade im Weltall rum. Da kann immer was passieren. Also Navigation docke an. Einfach mal bei der Schiffswerft. So, ist einer von euch schon aufgestiegen? Lehrling. Nö. Und ja, genau deswegen sollen drei von denen zu dem neuen Komplex. Langfristig will ich die Komplexe übrigens natürlich auch verbinden, weil es sich anbietet, dass denn das Erz, das Silizium und das Fleisch alles aus demselben Komplex kommt, um dann die Schildfabriken und die Waffenfabriken zu füttern. Was ist mit euch? Ihr seid alle fleißig am Handeln. Das ist sehr schön. Ja, und davon könnte ich mir während der Off-Camera-Zeit auch noch so 5 bis 10 neue kaufen. Damit es halt mit den Credits ein wenig schneller geht alles. Und wir uns nicht so die Gedanken machen müssen. Kein Ziel, wir sind angekommen. Ja, schön. Trotzdem müssen wir wahrscheinlich noch auf den Mammut warten. Sektorkarte. Mammut? Bist du etwa schon da? Handeln? Oh, okay. Also, wir hätten gerne eine Ranch. Da wird das Agnu-Fleisch produziert. In den Mammut. Und eine Kahuna-Presse. Das wird sehr knapp. Aber auch L. So, Mammut. Und den Komplexteilbausatz können wir uns nicht mehr leisten. Das heißt, wir müssen erstmal ganz kurz in unseren Besitz Stationseinstellung ändern und ein paar Credits von hier abziehen. So. Geld überwiesen. Sehr schön. Jetzt wieder zur Schiffswerft. Handeln. Komplexteilbausatz. So. Das kommt auch mit. So viel also zu meiner Idee, eventuell noch eine dritte Fabrik zu kaufen. Das war doch ein wenig utopisch gedacht. So, Mammut. Kommunikation. Bitte fliegen Sie in den Sektor Erzgürtel. So, da flitzen wir jetzt auch mal hin. Können wir auch ruhig ohne Sprungantrieb machen. Wir müssen eh Zeit totschlagen, bis der Mammut da ist. Fliege durch. So. Ja, die stellen wir dann auf und die stellen wir auch möglichst nahe an die Silizium und die Erzmine, damit das mit dem Verbinden später halt ein wenig einfacher ist. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich das machen werde. Normalerweise mache ich das so, ich kann das mal zeigen, dass ich meinetwegen hier ist jetzt eine Waffenfabrik. Dann baue ich da drüber dieselbe Waffenfabrik noch ein, zweimal. Dann baue ich daneben meinetwegen Schildkomplex, darüber noch ein paar Mal den Schildkomplex. Daneben dann eine Ranch, um das Fleisch zu produzieren. Davon dann 8 bis 10 Stück nebeneinander. Daneben dann wieder die Kahuna-Presse. Dass dann halt jede Fabrik übereinander gestapelt wird. Also von der gleichen Art. Dass das Ganze schön übersichtlich ist. Aber das werde ich euch nachher zeigen können. So, jetzt wollen wir erstmal wieder in eine ruhige Ecke. Ja, ist echt gut hier unten. Also zum einen ist der Output von den beiden Minen sehr hoch und der ist schön abseits. Das heißt, da können keine Schiffe gegen irgendwelche Rohre gegendocken. Was mir schon zu häufig passiert ist. Und man dann gleich Ansehen verliert und all so eine Scherze.
Ja, hier ist gut. Bremsen. Was sagt eigentlich unsere Mine selber? Sie hat inzwischen sehr viel Erz und sehr viel Silizium auf Lager. Energiezellen sind fast immer alle, weil die halt alle ohne Sprungantrieb unterwegs sind. Mit einem Grund, warum ich jetzt gerne off-camera eine Weile spielen würde. Weil es einfach viel zu lange dauert hier. Die kriegen nichts auf die Reihe und dementsprechend auch keine Level. Aber die 400.000 müssen trotzdem reichen. So, ist unser Mammut schon da? Nein. Sinza an. Was könnte ich noch machen off-camera? Damit ihr nicht ganz so überrascht seid, wenn ich gleich wieder in der nächsten Folge auftauche und tada, alles ist anders. Das mag ich ja auch nicht so, wenn ich selber Let's Plays gucke. Also gucken wir auf die Galaxiekarte. Wir haben hier unseren Komplex. Wir haben jede Menge Gebiete, wo noch keine Satelliten sind, richtig? Ja, hier unten zum Beispiel fehlen ein paar. Die könnte ich nochmal hinsetzen. Neue Gebiete erforschen würde ich ungern off-camera machen. Da habe ich euch gerne dabei. Damit ihr euch auch nicht wundert, wie ich jetzt plötzlich in den Sektor komme. Aber in denen wir schon waren und wo keine Satelliten drin sind, da setze ich welche rein. Zwischen dieser und nächster Folge. Und da, wo auch nur einer drin ist und nur die Hälfte abgedeckt ist, da werden dann auch noch ein paar extra hingesetzt. Damit ich jederzeit überall hingucken kann. Das klingt zwar ein bisschen verschwenderisch, aber wenn man später Missionen in den Gebieten macht, ist es doch sehr praktisch. Wenn man weiß, wo der Gegner ist, den man gerade jagen muss, oder wenn man weiß, wo welche Station liegt, die man anfliegen muss, das spart doch sehr viel Zeit. So, Mammut? Mammut ist da. Sehr schön. Also, Kommunikation, Kapitän, Fracht abwerfen. Erstmal die Ranch. Also, jetzt müssen wir uns orientieren. Mit dem Zifferblock, also mit dem Zifferblock, können wir das da hin bewegen. Also, wären die jetzt schon mal nebeneinander. Höhenachse sind sie aber doch recht unterschiedlich. Das heißt, dich setzen wir jetzt schräg versetzt von der Undock-Schleuse, dass es da schon mal keine Komplikationen gibt. Und von der Höhe her direkt neben der Undock-Schleuse. Da kommt jetzt unsere erste Fleischgewinnung hin. Und dann später werde ich auf der Höhenachse hier drüber immer mehr von denen stapeln. Dann kommt daneben die Kahuna-Presse. Und auch die Kahuna-Pressen werde ich immer weiter übereinander stapeln. Das heißt, wenn man dann von oben drauf guckt, sieht man hier nur eine Farm, also eine Fleischfarm, und dahinter dann nur eine Kahuna-Presse, obwohl es eigentlich 10 oder 20 Stück sind, die halt alle übereinander auf der Höhenachse gestapelt sind. Ich glaube, ich könnte aber ein bisschen näher rangehen. So müsste ja auch noch okay sein. Höhenachse stimmt. Ja, dann bauen wir doch bitte mal hier das Ding hin. Wir laden hier ab. Bis zum nächsten Mal. Hätte vielleicht vorher speichern sollen. Ne, das sieht gut aus. Weil es kann schon vorkommen, dass sie dann zu nah beieinander sind. Die Stationen und sich dann gegenseitig so lange anstupsen, bis die Schilde kollabieren und sie sich gegenseitig vernichten. Das wäre nicht so toll. Jetzt bitte nochmal den Mammut ansprechen. Sie sprechen Kontakt hergestellt. Abladen, Kahuna-Presse. So, du kommst jetzt daneben, auch ruhig ein wenig näher dran. So. Und auf der Höhenachse bist du bitte auf derselben Höhe wie die Fleischfarm und die Undock-Klammer. So, Seitenansicht ist okay. Draufsicht ist ein bisschen nah dran, aber das passt schon. Also einfach draufklicken. Wir laden hier ab. Bis zum nächsten. Komm schon, komm schon, komm schon. Seh bitte gut aus. Jo. Das ist doch ein guter Abstand. Also ja, das Ganze geht noch viel, viel näher dran, wenn man bestimmte Skripte benutzt. Aber fürs manuelle Platzieren ist das so schon okay. Also gleich nochmal den Mammut ansprechen, denn wir hätten daraus gerne einen Komplex, um das Ganze etwas einfacher zu gestalten. Sie sprechen mit Kontakt hergestellt. Komplexteilbausatz. So. Einmal verbinden Kahuna-Presse mit der Ranch und die Undock-Klammer soll dazwischen. Diese Undock-Klammer wird später eh verschwinden, wenn wir diesen Komplex mit dem da verbinden. Das heißt, so wichtig ist das gar nicht, wo es jetzt ist. Aber ich probiere es einfach mal dazwischen zu quetschen. So. Gut, wir laden hier ab. Bis zum nächsten Mal. Hoffentlich ist es auch so platziert, dass man überhaupt andocken kann. Oh ja, das sieht doch sehr schön aus.
Weil manchmal sind diese Andockklammern so verwinkelt, dass sie fast direkt auf die Station draufdrücken und man kann gar nicht mehr andocken ohne einen Landecomputer. Das ist dann doch ein wenig ärgerlich. So, das Ding benennen wir erstmal um. Namen ändern. Fleisch 1. So, dann nehmen wir jetzt nochmal hier unsere Supplier. Dann nehme ich einfach mal 4 bis 6. Und du gehörst jetzt Heimatbasis. Oh, warum können wir unser... Achso, falscher Sektor. Fleisch 1. So, du gehörst jetzt zu Fleisch 1. Du gehörst zu Fleisch 1. Und du gehörst auch zu Fleisch 1. Sehr schön. Die fliegen jetzt hoffentlich mit ihren Energiezellen schon mal zur neuen Station. Und ich werde jetzt off-camera das so lange laufen lassen, bis wir, sagen wir mal, die ganzen Schiffe haben, die ich aufgelistet habe. Also mindestens 3 Superfrachter von den Minstrals. Und dann sagen wir nochmal, das kann ich jetzt echt nicht sagen, also mindestens 10 Millionen, wenn nicht sogar noch mehr. Damit ich mich ein bisschen austoben kann und euch alles zeigen kann. Also gut, dann bis zur nächsten Folge. Bye, bye.